Hallo zusammen, mein Name ist Frank und das ist die brandneue Siemens EQ9, die uns etwas zu sagen hat. Das Entkalkungsprogramm muss dringend durchgeführt werden. Bevor ihr überhaupt zu diesem Bildschirm kommt, bekommt ihr Vorwarnungen, die euch sagen, okay, bald muss entkalkt werden, solltet ihr jetzt mal machen. Wenn ihr das nicht macht, dann kommt eben bei jedem Start diese Warnung. Ihr habt jetzt zwar immer noch die Möglichkeit, später durchführen zu drücken, aber je länger ihr das rauszögert, desto höher wird das Risiko, dass ihr mit eurem Kaffeevollautomaten bald keine Freude mehr haben werdet, weil die Schläuche schlichtweg verkalkt sind. Und deshalb drücken wir jetzt auch mal auf Jetzt starten. Ihr seht hier jetzt ganz gut, wir haben hier 0 Tassen. Also ihr könnt auch immer über die Einstellungen im Regelbetrieb sehen, wann wieder entkalkt werden muss. Und ja, jetzt ist es eben notwendig zu entkalken. Dann klicken wir uns mal durchs Menü und ihr werdet jetzt wie immer bei der EQ9 hier durchgeführt und es wird euch erklärt, was zu tun ist. Zuerst muss mal die Tropfschale geleert werden. Im nächsten Schritt werdet ihr dann dazu aufgefordert, den Milchbehälter zu leeren und wieder einzusetzen. Solltet ihr diesen überhaupt nicht benutzt haben, müsst ihr ihn trotzdem kurz rausnehmen, damit die Maschine weiß, okay, er ist leer. Ebenfalls wichtig, wenn ihr einen Wasserfilter benutzt, dann müsst ihr diesen entfernen, bevor ihr den Entkalkungsvorgang startet. Ihr seht hier, da ist der Wasserfilter drin und der muss jetzt eben raus, bevor es losgehen kann. Das wäre erledigt, also bestätigen wir das hier. Jetzt müssen wir noch 0,5 Liter warmes Wasser und die Entkalkungstablette in den Tank werfen und dann den Tank wieder einsetzen. Die 0,5 Liter könnt ihr ganz einfach hier ablesen. Das sieht jetzt ein bisschen mehr aus, liegt aber daran, dass es schräg ist. Ich habe hier schon die Entkalkungstablette und die werfe ich jetzt in den Tank. Die löst sich jetzt auf und während das passiert, können wir den Tank aber schon mal wieder in den Kaffeevollautomaten packen. Bevor es jetzt gleich losgeht, müsst ihr noch einen Behälter mit 1 Liter Fassungsvermögen unter den Auslauf stellen. Da ich aber keinen Becher mit einem Liter Fassungsvermögen habe, der unter den Auslauf passt, weil alle zu groß sind, nehme ich schlichtweg eine ganz normale Tasse und bleib eben dabei und schaut, dass diese nicht überläuft. Und wenn das dann drunter steht, müsst ihr eigentlich nur noch auf Bestätigen klicken und das Reinigungs- bzw. das Entkalkungsprogramm beginnt zu laufen. 19 Minuten dauert das Ganze jetzt und läuft quasi von selbst ab. Ihr müsst jetzt nichts mehr tun, außer zu warten. So, das Entkalkungsprogramm ist durchgelaufen. Das sieht man auch an diesem wunderschönen blauen Wasser. Und jetzt müsst ihr noch den Wassertank ausspülen, den Wasserfilter wieder einsetzen und dann ist eure EQ9 auch schon wieder betriebsbereit. Ich habe das jetzt mal schnell alles erledigt und wie ihr seht, läuft jetzt nochmal eben klares Wasser durch das ganze System und dann sind wir durch. Naja, fast. Jetzt müssen wir noch den 1-Liter-Behälter selbstverständlich entfernen und die Tropfschale noch einmal leeren und dann kann ich mir endlich den ersten Kaffee des heutigen Tages machen. Einen Schritt habe ich jetzt übrigens übersprungen und zwar gibt es auch im Milchbehälter etwas Flüssigkeit, die ihr ausleeren müsst und auch den Milchbehälter dann kurz ausspülen. Das habe ich einfach kurz zwischendurch gemacht, deshalb habt ihr das nicht gesehen, aber das ist eben noch ein Schritt, der mit zum Entkalkungsvorgang gehört. Ihr seht, das Ganze war jetzt eine Sache von knapp 20 Minuten, lohnende 20 Minuten, denn wenn ihr euren Kaffeevollautomaten regelmäßig entkalkt, dann werdet ihr auch noch in ein paar Jahren Freude mit der Maschine haben. Solltet ihr noch Fragen haben, dann einfach ab damit in die Kommentare. Let's go.